Geschätzte, Entschuldigung, es hätte Hochdeutsch sein sollen. Also, geschätzte, verehrte Damen und Herren, die Sie jetzt auf dem Kanal Goldberger TV bzw. Aruztikschort Goldberger Schweiz gelandet sind. Ich nehme an, Sie haben das bewusst gemacht, weil es hier ja immer sehr interessante Gesprächspartner zu Themen gibt, die im jüdischen Bereich anzusiedeln sind und natürlich immer in irgendeiner Form verknüpft sein könnten mit dem jüdischen Staat Israel. Aller guten Dinge sind, so sagt das geflügelte Wort, ich erweitere das, mindestens drei. Wir hatten bereits zweimal das Vergnügen, Herrn Hans-Peter Büchi hier auf diesem Kanal zu interviewen, zu Themen, mit denen er sich sehr ausgiebig befasst, auch im Austausch mit Völkerrechtlern, zum Beispiel in Kanada, in Holland, in Israel. Er erforscht als ehemaliger Bankfachmann seit annähernd 12 Jahren die Zusammenhänge des sogenannten Nahostkonflikts und er lässt kein Detail aus. Heute haben wir uns darauf geeinigt, dass wir thematisch einsteigen in die Problematik der Flüchtlinge. Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, man behauptet seit vielen Jahrzehnten, es hätte dermaßen viele Flüchtlinge gegeben auf der Seite jener Leute, die man heute Palästinenser nennt, dass Israel ein Rückkehrgesetz erlassen müsste für eben diese Leute bis zur vierten Generation. Das würde natürlich die Auslöschung des Staates Israel bedingen und insofern ist klar, dass Israel eindeutig Nein sagt. Halten wir uns aber auch vor Augen, dass man auch auf eine künstliche, hybride Art eine strategische Richtungsänderung hervorgerufen hatte. 1966, falls Ihnen das nicht bekannt sein sollte, hatte ein hoher Funktionär der KGB namens Primakow die, ich sage es in Anführungszeichen, Erfindung eines palästinensischen Volkes zum Zwecke sowjetischer, sagen wir mal, Begünstigungen ihrer strategischen Pläne vorangetrieben. Mit den Konsequenzen muss Israel und die Öffentlichkeit müssen beide bis heute leben, Vorlieb nehmen und damit irgendwie klarkommen. Was dahinter sich verbirgt, das wird uns nun Hans-Peter Büchi erläutern und vorher noch eine kleine Werbung in eigener Angelegenheit. Seien Sie so freundlich und wenn Sie oben rechts den Knopf, den Einladungsknopf namens Abonnieren sehen, drücken Sie beherzt drauf, werden Sie Abonnent dieses Kanals Goldberger TV. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und begrüße nun Herrn Hans-Peter Büchi zu einer Art Vortrag, wie in der Volkshochschule oder an der Universität. Ich werde Sie nicht unterbrechen, weil ich weiß, Sie haben so viele Details, da lohnt es sich wirklich auf Punkt, Strich und Komma zuzuhören. Herr Hans-Peter Büchi, ich grüße Sie und ich bitte Sie gleich loszulegen mit Ihrem Kernthema. Herr Goldberger, vielen Dank. Die palästinensischen Flüchtlinge, das ist ein Dauerbrenner, in den Medien präsent, ewig, bei den Kirchen, in der Politik. Alle befassen sich damit, aber eigentlich nie genauer hinschauend. Nun, ist eigenartig, man spricht eben von den Palästinensern, aber von den 12 bis 14 Millionen deutschsprachigen Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, da spricht kein Mensch. Offenbar leben die irgendwo, haben sich niedergelassen, ist kein Thema mehr. Aber die Palästinenser, das ist ein omnipräsentes Thema, ein teures. Nun, daran sind eigentlich nicht die Palästinenser selber schuld, sondern schuld an diesem Problem sind die arabischen Staaten und natürlich auch die internationale Staatenwelt, die diesen Zirkus finanzieren, ohne Ende. Die UNO und so weiter. Ich komme noch im Detail drauf, das ist eine unglückliche Verkettung, geschaffen durch die arabischen Staaten mit einem ganz bestimmten Ziel. Die Araber hatten gemeint, 1948 Israel vernichten zu können. Ich muss hier auch einen Rückblick machen, geschichtlich, weil das wichtig ist. Aber heute finanziert auch die Schweiz, die Welt finanziert die Folgen dieses Krieges eigentlich, und zwar selbst verschuldet. Schauen wir uns das näher an, was
was da genau läuft. Wir kommen auf Begriffe wie Krieg, Vertreibung, UNRWA. Die UNRWA, das ist das Flüchtlingswerk der UNO für die Palästinenser. Und das Rückkehrrecht und so weiter, das palästinensische Volk, das Sie erwähnt haben. Es gibt viele Eckpunkte, die da mitspielen. Nun, ich könnte mich jetzt ganz kurz fassen und einfach sagen, dass infolge jenes Krieges 1948 ein Exodus von etwa 650.000 Palästinensern stattfand und gleichzeitig flüchteten damals etwa 830.000 Juden aus arabischen Ländern. Die jüdischen Flüchtlinge wurden in Israel und anderswo integriert, hört man nichts mehr davon. Hingegen jene 650.000 Palästinenser wurden absichtlich nirgendwo integriert, sondern sie wurden gezielt als psychologische Waffe gegen Israel geschaffen. Das ist ein Rezept, ein teures, das leider aufgegangen ist. Also kurz nochmals, der zentrale Punkt ist, die jüdischen Flüchtlinge fanden ein Zuhause, den sogenannten palästinensischen verwehrte man ein Zuhause, um mit dieser Waffe weiterhin gegen Israel kämpfen zu können. Offenbar leider mit Erfolg. Doch blicken wir kurz zurück, was vor 1948 geschah. 1917, da war die sogenannte Balfour-Erklärung zur Schaffung einer jüdischen Heimstätte zwischen Jordan und Mittelmeer. Das wurde völkerrechtlich gültig. Es kam das Völkerbundmandat und das Völkerbundmandat bestätigte ebenfalls das Territorium westlich des Jordans bis zum Mittelmeer, inklusive ganz Jerusalem. Das ist wichtig. Nun, in einem britischen Bericht von 1921 wird Palästina als unentwickeltes, unterbevölkertes Gebiet bezeichnet. Über 70% waren staatliches Land. In anderen Worten, hätten eigentlich alle Platz gehabt. Die Araber, die Juden, die Christen, selbst die neu einwandernden Juden hätten Platz gehabt. Aber das Problem war nicht die Platzfrage, sondern das Problem ist noch dasselbe damals wie heute. Dass nach islamischer Lehre jenes Palästina, das unter muslimischer Herrschaft war während Jahrhunderten, das hieß dann Dar al-Islam und Dar al-Islam darf niemals von nicht-muslimischen Herrschern dominiert werden. Das ist das Problem, das ist das Grundproblem. Aber das lösen wir jetzt nicht heute, wahrscheinlich auch nicht morgen und übermorgen. Nun, dafür im Völkerbundmandat anerkannte die Welt explizit wörtlich den historischen Bezug der Juden zu Palästina. Der Völkerbund anerkannte explizit den Grund, die Basis für die Wiedererrichtung, ich sage Wiedererrichtung jener jüdischen Heimstätte in diesem Land. Das war wichtig. Und die Briten waren nun verantwortlich, das umzusetzen. Allerdings taten die Briten alles, um diese Heimstätte zu verunmöglichen. Sie sabotierten alles, die Landkäufe durch Juden, die Einwanderung. Und dagegen ließen sie unbeschränkt Araber einwandern. Und das gehört eben dann auch wieder zum Flüchtlingsproblem, zum späteren. Die Araber hätten eigentlich kein Recht gehabt, oder? Präsident Roosevelt sagte 1939, es sind mehr Araber eingewandert nach Palästina, ins Mandatsgebiet, als Juden selber. Und für die Juden war die Einwanderung programmiert eigentlich, wäre legal. Doch die Briten wehrten sich mit allen Mitteln, mit militärischen. Selbst die britische Flotte wurde eingesetzt, um jüdische Flüchtlingsschiffe nach Palästina abzufangen und die Menschen dort in Lager einzupferchen nach Mauritius, Zypern etc. Das ist ein spezielles Kapitel. Nun, ich sage das nochmals, wegen der Einwanderung von Arabern nach Palästina ist wichtig. Rund 75% der sogenannten Palästinenser sind eigentlich Einwanderer oder die Nachkommen solcher Einwanderer. Interessant ist deshalb die Aussage von PLO-Führer Mohsen, heißt er, aus dem Jahre 1977. Er sagte, das palästinensische Volk existiert nicht. Die Schaffung eines Palästinenserstaats ist nur ein Mittel, um den Kampf gegen den Staat Israel fortzusetzen. In Wirklichkeit ist kein Unterschied zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern, Libanesen und so weiter.
Es gab eben nie ein palästinensisches Volk. Arafat hat dann das geschaffen nach dem Sechstagekrieg, weil mit einem Volk, das hat eine gewisse Identität, da lässt sich eher Politik machen als mit seiner Organisation der PLO. Weil die PLO war ja bekannt für Terror und für Flugzeugentführungen. Nun, nochmals zurück zu den 30er Jahren, die waren geprägt von Unruhen, von Gewalt, von Terror seitens vor allem der Araber. Und die UNO hat dann 1947 den sogenannten Teilungsplan erlassen. Das war nur ein Vorschlag, weil von der UNO-Vollversammlung. Die Araber nahmen den Vorschlag nicht an, sie lehnten ihn vehement ab. Die Juden sagten ja. Was wäre geschehen, wenn beide ja gesagt hätten? Es hätte einen jüdischen, einen arabischen Staat gegeben. Das wurde zunichte gemacht durch die Araber, die dann mit Krieg antworteten. Und dieser Krieg dauerte bis 1949. Inzwischen im Mai 1948 zogen die Briten ab, das Mandat war zu Ende. Ben-Gurion rief am 14. Mai 1948 den israelischen Staat aus, aber eben einen Tag nachher marschierten 5 arabische Armeen nach Israel ein, um es zu löschen. Azam Pasha von der Arabischen Liga sagte damals, dies wird ein Vernichtungskrieg sein, ein Massaker, von dem die Rede sein wird, wie von den mongolischen Massakern und den Kreuzzügen. Gerade zu Beginn gab man Israel kaum Überlebenschancen. Nun, aber entgegen allen Erwartungen obsiegte Israel. Israel erreichte, dass es fast das ganze ihm 1922 zugesagte Gebiet innehielt. Allerdings passierte damals, was die Welt heute noch beschäftigt, die von den Briten hochgerüstete jordanische Armee, die sogenannte Arabische Legion, die schaffte es, Judäa Samaria, das sogenannte Westjordanland und Ostjerusalem einzunehmen. Jordanien besetzte damals illegal Judäa Samaria und Ostjerusalem. Deshalb heute permanent das Gespräch von Ostjerusalem, das Thema Westjordanland. Aber niemand weiß eigentlich so genau, das ist eigentlich jüdisches Mandatsgebiet, das gehört eigentlich zu Israel. Man muss auch wissen, wenn man von Ostjerusalem spricht, das ist das eigentliche Jerusalem. Das ist die Altstadt mit der heiligsten Stätte der Juden. Das ist nicht einfach ein Quartier, wenn Sie jetzt da Zürich-Altstädter und Wiedikon nehmen oder Sie nehmen Oerlikon, Schwammending. Ostjerusalem ist das geistliche, das absolute Zentrum. West-Jerusalem ist einfach eine erweiterte eine Erweiterung der Stadt Jerusalem. Nun kommen wir zu den palästinensischen Flüchtlingen. Und bei Flüchtlingen, nicht wahr, da geht es um Menschen, ist das ein sehr sensibles Thema. Das haben auch die Reporter und die Fotografen entdeckt, vor allem die Fotografen. Und dieses Thema Flüchtlinge kann man mit ausgewählten Bildern sehr gut steuern. Es gibt ja nichts Subjektiveres als das Objektiv einer Kamera. Und das wissen diese Leute. Nun, eben dazu ein Zitat von Peter Hane zu dieser Problematik mit den Flüchtlingen und den Emotionen. Peter Hane schrieb einmal, das Herz muss getroffen und der Verstand benebelt werden. Das scheint der heimliche Leitfaden erfolgreicher Manipulationsstrategie zu sein. Und damit arbeiten die Palästinenser heute noch. Da braucht es nur ein Bild mit einem weinenden Kind und so. Und da steht halt eben nicht zufällig noch ein israelischer Soldat daneben und dann sind die Meinungen gemacht, aber nicht der Pro-Israel. Und darum müssen wir einfach uns mal unsere Gedanken machen. Nun, der Kern des arabischen Angriffs war gescheitert. Was geschah mit der arabischen Bevölkerung? Die war ja auch dort. Nun, ein Teil der Muslime blieb, etwa 180.000, die blieben in Israel, die wurden Israelis. Daraus wurden heute etwa 1,7 Millionen. Doch gleichzeitig verließen etwa 650.000 Palästinenser ihre Häuser, weil von arabischer Seite dazu aufgefordert. Es hieß dann, sie würden nach einem arabischen Sieg wieder zurückkommen können. Ich habe einen britischen Polizeibericht von 1948 von Haifa. Und gemäß diesem Bericht, ich habe eine Kopie davon, gemäß diesem Bericht verließen die Muslime scharenweise die Stadt Haifa
obwohl die Juden sie baten zu bleiben und ihnen Schutz und Sicherheit offerierten. Aber die Muslime hatten zu gehen, es war ihnen befohlen, wegzugehen. Von den 62.000 Einwohnern Haifas blieben etwa 7.000 zurück. Ähnliche Szenen gab es in Jaffa, Safed und anderen Städten. Und am 15. Mai 1948 appellierte zum Beispiel der Mufti von Jerusalem an die Araber, Land und Städte zu verlassen, weil die arabischen Armeen davor standen, ins Land zu dringen, um die Juden zu bekämpfen. Ähnlich äußerte sich in den ersten Monaten 1948 auch die Arabische Liga. Ein Verbleiben unter zionistischer Herrschaft würde als Anerkennung des Staates Israel ausgelegt, quasi Verrat. Eine Rolle spielte auch die arabische Gräuelpropaganda. Nur statt dass die Muslime dadurch zum Kampf angefeuert wurden, förderte dies die Flucht der Palästinenser. Es ging umso mehr weg. Und gemäß einem Bericht des arabisch finanzierten Institute for Palestine Studies in Beirut gingen 68% der Palästinenser ohne die Israelis gesehen zu haben. Gleb Pascha, der Kommandant der arabischen Legion, ein Brite, stellte 48 fest, Dörfer wurden regelmäßig verlassen, bevor sie durch den Verlauf des Krieges bedroht waren. Es gab einige Vertreibungen, ja, in Lod, in Ramle. Dabei spielten natürlich die militärischen Umstände eine Rolle. Zum Beispiel, um die Versorgung Jerusalems zu sichern, mussten einige Dörfer entlang der Versorgungsstraße nach Jerusalem, die mussten geräumt werden, gesprengt werden, damit nicht Araber dort Stützpunkte errichten konnten. Man muss sich immer vorstellen, für Israel war es ein Überlebenskampf, für die Araber war es ein Eroberungskrieg. Das ist ein Unterschied. Nun, auch Ostjerusalem litt unter diesem Krieg. Die Jordanier zerstörten das jüdische Quartier, viele Synagogen. Und sie verheerten auch den uralten jüdischen Friedhof auf dem Ölberg. Tausende Grabsteine wurden als Baumaterial verwendet, für Straßen, gar für Latrinen. Also, und die Juden wurden natürlich vertrieben. Es gab nachher keine Juden mehr in Jerusalem, in Ostjerusalem. Nun, Khaled al-Azm, die arabischen Namen sind nicht mehr so geläufig, der ehemalige Ministerpräsident Syriens sagte nach dem Krieg, seit 1948 haben wir die Rückkehr der Flüchtlinge gefordert. Dabei hatten wir sie selbst zur Flucht veranlasst. Jene UNO-Resolution 194 von 1949, die das Rückkehrrecht regelte, ziemlich restriktiv übrigens, das war nur eine Empfehlung, weil die Resolution kam der UNO-Vollversammlung. Die ist nicht verbindlich. Es gibt also kein einklagbares Recht auf Rückkehr. Nur weil dieses Rückkehrrecht immer in den Medien zirkuliert. Es ist ein sogenanntes Recht, aber das kann man nicht umsetzen, weil das alles nur ein Vorschlag war. Es war unverbindlich. Jetzt wird es interessant. 1976 schrieb Abu Mazen. Abu Mazen war der Name von Präsident Abbas, der frühere. Offenbar kann man Namen wechseln. Und er schrieb 1976 in der palästinensischen Zeitung Palestina al-Tawra, er schrieb, die arabischen Armeen drangen nach Palästina ein, um die Palästinenser vor der zionistischen Tyrannei zu schützen. Stattdessen ließen sie sie im Stich, zwangen sie zu emigrieren und ihre Heimat zu verlassen und warfen sie in Gefängnisse, die Ghettos gleichen. Naja, ich habe die über 800.000 Juden erwähnt, die damals aus arabischen Ländern flüchteten. Diese ließen etwa das Vierfache an Vermögenswerten zurück als jene Palästinenser, die 1948 weggingen. Ich erwähne dies, weil immer wieder Forderungen nach Entschädigungen dieser Palästinenser auftauchen, auch in Bern. Und die Araber hatten jedenfalls geschickt dafür gesorgt, dass eben diese Flüchtlinge zu einem Flüchtlingsproblem wurden, und an dem kaut heute die ganze Welt. Und da haben sie sehr geschickt gemacht. Diese Taktik ist aufgegangen. Sie hatten zwar den Krieg verloren gegen die Juden, mit Ausnahme der jordanischen Armee, die was erobert hat, aber
Sie bauten hier eine neue Waffe und wir finanzieren diese Waffe. Im Jahr 1952 sagte Sir Alexander Galloway, das war der Leiter der UNRWA Jordanien, es ist völlig klar, dass die arabischen Nationen das arabische Flüchtlingsproblem nicht lösen wollen. Sie wollen es als eine offene Wunde behalten, als ein Affront gegen die UNO und als eine Waffe gegen Israel. Den arabischen Führern ist es völlig egal, ob die Flüchtlinge leben oder sterben. Und dazu kam dann in jenen Jahren noch der wirklich idiotische Beschluss, wahrscheinlich der UNO, dass der Flüchtlingsstatus der Palästinenser auf die Nachkommen übergehen sollte. Damit wurde das Problem auf ewig zementiert. Von den 1948 direkt betroffenen Palästinensern würden heute vielleicht noch 20, 30, 40.000 leben, nicht mehr. Aber undank dem vererblichen Flüchtlingsstatus, also mit Kindern, Urenkeln und so weiter, wurden daraus angeblich 5 Millionen. Eine unmögliche Zahl, ein unlösbares Problem. Da kann man jegliche Lösungen glatt vergessen. Dabei hatte 1948 allein der Irak ein Bevölkerungsdefizit, das sämtliche Palästinenser, die damals unterwegs waren, aufgenommen hätte. Aber das war nicht erwünscht. Und die Welt finanziert die ganze Geschichte, die Welt finanziert die Flüchtlingsfrage, nicht die Araber, aber auch die Schweiz macht hier mit. Wir zahlen und zahlen. Und diese 5 Millionen sitzen natürlich nicht irgendwo in armseligen Zelten in der Wüste. Die sitzen in regulären Städten und Dörfern. Viele sind auf der ganzen Welt verteilt, studieren in Amerika oder sonst irgendwo. Es ist also nicht so, wie man da die ersten Bilder oder Bilder aus Syrien nimmt. Das geht ihnen nicht so schlecht. Damit kommen wir jetzt zu einem Kernproblem dieser Flüchtlingsfrage, nämlich der UNRWA. Die UNRWA, dieses Werk zur Betreuung der palästinensischen Flüchtlinge, der UNO, unterhält Schulen für etwa 500.000 Schüler mit etwa 30.000 palästinensischen Lehrkräften. Es gibt interessante Filme über diesen Lehrbetrieb. Die können wir hier leider nicht zeigen. Wir müssen uns bewusst sein, dass an diesen Schulen seit 1949 gegen Israel gehetzt wird. Israel ist das Feindbild für diese Schüler. Es wird ihnen dieses Rückkehrrecht, das rechtlich nicht existiert, eingeimpft. Ihre Schulbücher vor allem, da gibt es kein Israel, da gibt es nur Palästina. Israel existiert nicht. Und leider, obwohl der Westen all das Ganze finanziert, da hat man nie durchgesetzt, dass dieses Schulmaterial geändert wird. Das ist immer noch das Gleiche. Deshalb hatte ich kürzlich kein Verständnis für eine Reportage von SRF. SRF befasste sich mit dem letzten, mit dem letzten Verantwortlichen der UNRWA, Pierre Krähenbühl. Und zwar hatte Pierre Krähenbühl war konfrontiert mit internen Vorwürfen. In meinen Augen sind das Bagatellen. Und dieser Sender wurde dann erklärt, wie diese Vorwürfe sich in fast nichts aufgelöst hätten. Aber kein Mensch erwähnte in dieser Sendung, dass Krähenbühl völlig versagt hatte, diese Missstände an diesen Schulen, Hetze gegen Israel und so weiter zu beenden. Das wurde nicht erwähnt. Es wurde gerade so ein Melodrama erwähnt. Das erinnert mich an die Eiligsprechung von irgendwelchen Personen. Und das war nicht sehr korrekt, weil ich habe Krähenbühl persönlich kennengelernt. Ich hatte ein ganz spezielles Gespräch. Aber eben offenbar, das Schweizer Radio und Fernsehen nicht wahr, hatte keine Lust, hier die Fakten über Krähenbühl auf den Tisch zu legen. Das war nicht gut, weil dieses Problem dauert weiter und weiter. Bundesrat Gassis hat mal erklärt, dass die UNRWA eben ein Teil des Problems sei, weil eben das Problem wird perpetuiert, der Hass wird perpetuiert, die Hetze gegen Israel, die Schulbücher. Und das Geld fließt und fließt. Und ich wundere mich, normalerweise sagt man, wer zahlt, befiehlt. Aber auf die Schweiz und andere Länder, die bringen ab und zu bei der UNRWA Wünsche an, man sollte das und das ändern. Aber niemand tut was Mutiges oder zieht mal den Stecker. Weil, stellen wir uns mal vor,
In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 3 Millionen sudetendeutsche Flüchtlinge. Was wäre jetzt, wenn jene sudetendeutschen Flüchtlinge immer noch als sudetendeutsche Flüchtlinge gelten würden? Dann hätten wir innerhalb Deutschland 20 Millionen sudetendeutsche Flüchtlinge und die ganze Weltgemeinschaft würde diesen Zirkus finanzieren. Ist unvorstellbar, aber hier macht die Welt mit. Und interessanterweise, die Araber lehnen sich zurück und wir schlagen uns auch in Bundesbahn und die Welt schlägt sich mit diesem Problem herum. Und das Gewicht der islamischen Länder und ihrer Sympathisanten oder ihrer Klientel ist in der UNO offenbar derart groß. Wir sehen das in den endlosen anti-israelischen Resolutionen. Das Gewicht ist derart groß, dass offenbar niemand bei der UNRWA den Stecker ziehen will. Es ist eine schreckliche Geschichte. Israel wird auch mit diesen Flüchtlingen zum ewigen Angriffsziel, zum Sündenbock. Mir kommt es immer vor, dass Israel eigentlich diese einseitigen Angriffe permanent, UNO und Menschenrechtsrat, auch einzelne Länder, völlig einseitig und speziell nur auf Israel abzielen. Es erinnert mich immer an das Schicksal der Juden während 2000 Jahren, an eine Fortsetzung des Antisemitismus und das ist ein ganz spezielles Problem. Man kann das eigentlich nicht erklären, dass mit diesen Flüchtlingen, dass da ein spezieller Maßstab gilt. Vielleicht war es das Öl damals oder sonst was, aber es ist eine Tragödie. Ich denke, die Menschen selber, das waren eigentlich die Leidtragenden. Man hatte ihnen einfach die Aufnahme in andere Länder und es waren damals alle arabischen Länder waren unterbevölkert. Die hätten Platz gehabt ohne weiteres. Zudem kam ja der große Teil dieser Flüchtlinge, stammte ja ursprünglich aus anderen arabischen Ländern. Man hätte mal diese Volksgruppen wieder zurückschicken können, ihnen Pässe geben können, sie einordnen können in einen normalen Staat, in ein normales Leben. Aber die Existenz als Waffe dieser Flüchtlinge, das ist sicher was Tragisches. Und dann das Ganze gepaart an den UNRWA-Schulen mit diesem ewigen Säen von Hass gegen Israel. Also wir sind wirklich in einem Teufelskreis und die Herausforderung wird bleiben, aber man muss die Fakten schon sehr nüchtern betrachten. Es geht hier nicht darum, Israel schön zu reden oder weiß nicht was, aber hier läuft einiges schief. Und eben Bundesrat Gassis, er hat eben leider nur gesagt, dass die UNRWA Teil des Problems sei. Leider kriegt er dann so viel Prügel von weiß nicht wem und den Medien und Herrn Somaruga, dem Präsidenten der Gesellschaft Schweiz-Palästina, dass er irgendwie dann, er sagte aber leider nicht B und das fehlt eben. Nun, die Herausforderung bleibt. Ich habe sehr geschätzt, über dieses Thema sprechen zu können. Wir werden immer wieder darüber lesen, aber denken Sie darüber nach. Es hat mich sehr gefreut, diese Gelegenheit zu haben. Vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, Herr Büchi, dass Sie sich so eingehend Gedanken gemacht haben und die diversen Details auf den Punkt gebracht. Die Problematik ist ja weiterhin bestehend. Ich habe das Gefühl, als der vormalige Präsident Trump an der Macht war, dass man dieses Problem entschärfte, indem er ostentativ das Budget kürzte. Sein Nachfolger Biden hatte die Zahlungen an die UNRWA wieder aufgenommen, womit wir heute wieder gleich sind wie vor 3-4 Jahren. Haben Sie das Gefühl, dass die Austrocknung der unglaublichen Budgetsummen, die ja auch von Europa ausfließen, das Problem beheben könnte, einfach dadurch, dass die Leute pragmatischer werden und verstehen, dass ihr Problem nicht auf Ewigkeit den Nahostkonflikt am künstlichen Leben erhalten kann? Ich habe einen guten Freund in Israel, Dr. Mordechai Kedar, und der war mal in Bern und da hat er den Parlamentariern erklärt, man solle einfach der UNRWA sagen, ihr kriegt jetzt noch für 2 Jahre Geld und dann sollen sich die arabischen Staaten drum kümmern. Wenn ich Auto fahre, bezahle ich ja immer einen gewissen Betrag an gewisse arabische Staaten, nehme ich an, also ich bezahle dann immer noch einen Beitrag.
an das Flüchtlingsproblem. Aber solange man zahlt und vor allem solange man auch dieses Schulmaterial belässt, die Hetze, das Rückkehrrecht predigt, man raubt auch diesen Schülern eine 500.000, man raubt denen eine realistische Zukunft, eine faire Zukunft, Perspektiven, statt sie auf eine Zukunft als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer mit Berufen vorzubereiten, innerhalb einer normalen Gemeinschaft. Wenn das Ziel einfach das Feindbild Israel ist, was haben diese Kinder für eine Zukunft? Das ist ein Teufelskreis. Man sollte wirklich den Stecker ziehen. Aber weil ich ja nicht Politiker bin, darf ich das so sagen, ohne Wenn und Aber. Der israelische Politologe namens Dr. Guy Behor mit seiner Internetplattform gplanet.co.il spricht im Zusammenhang mit den Flüchtlingen immer vom erfundenen Volk. Teilen Sie diese ziemlich, sagen wir mal, besondere Art von Einstufung? Ja, es ist so. Es ist, wie gesagt, etwa 3/4 der Palästinenser infolge der großen Einwanderung ab 1920 nach dem Mandatsgebiet von Arabern. Das ist ein Mischvolk, wie dieser Palästinenserführer erklärte, es braucht ein Volk, aber eigentlich sind wir Jordanier, Ägypter, Libanesen etc., Iraker. Aber Arafat hat dann erkannt, dass mit einem Volk, da kann man patriotische Gefühle oder weiß nicht was wecken. Das ist schon so. Und dann wurde auch die palästinensische Geschichte erfunden. Gleichzeitig wurde die jüdische geleugnet. Oder viele leugnen ja, dass die Juden einen Bezug zu Israel, zum Heiligen Land oder zu Jerusalem, zum Tempelberg hätten. Oder? Und da war mal in Zürich, letztes Jahr ein Pfarrer, ein Pastor, ein christlicher Pastor aus Bethlehem, der erklärte, dass Jesus eigentlich ein Palästinenser gewesen war. Und da wird es eben kompliziert. Aber eben, apropos jüdisches Volk und jüdische Geschichte, darf ich auf das Buch zu sprechen kommen, Herr Goldenberg? Herr Goldberger? Ist das gut mit dem Buch? Ja, eben, da hat mal ein Israeli eine gute Idee gehabt. Der hat dieses Buch publiziert, die Geschichte des palästinensischen Volkes bis in alle Ewigkeit zurück. Und schauen wir uns das Buch an. Alle Seiten sind leer. Warum? Weil es gab nie ein palästinensisches Volk, also keine Geschichte. Nun, Amazon hat dann dieses Buch damals rasch wieder aus dem Angebot entfernen müssen. Wahrscheinlich gab es zu viele Proteste. Aber es ist so. Aber eben die normalen Palästinenser, die damals weggingen oder weggingen mussten, ich denke, die Leute möchten einen Fernseher, eine Familie, vielleicht ein Auto, einen Job mit genügend Einkommen. Aber die Palästinenser hat man damals, diese 650.000, die hat man dann zum Instrument gemacht, mit dem Israel bekämpft werden kann. Man hat ihnen eigentlich ein normales Leben verwehrt, geraubt. Und heute, die Schüler werden indoktriniert. Sie müssten mal so einen Film sehen von diesen Schulen. Und auch einen Bericht. Ich habe einen Bericht genannt über die Schulbücher, oder da steht, wo Israel heute ist, da stehen nur arabische Namen und dann prägt man diesen Kindern während des Unterrichts ein, ja, wohin willst du mal zurückkehren? Ja, ich will nach Jaffa zurück, nach Haifa zurück. Die Kinder, die Existenz Israels, die gibt es für diese Kinder nicht. Also sitzt dort das böse Israel, die bösen Juden und die müssen weg. Also das Ganze ist tragisch und das wird eben leider. Deshalb ist die UNRWA wirklich ein Teil des Problems. Wenn Sie die Situation betrachten, dass zum Beispiel im Libanon einige hunderttausend Palästinenser sozusagen unter der Knute gehalten werden, sie dürfen in 70 Berufen nicht einmal wirken, sie dürfen sich nicht entfernen vom Land, sie haben keinerlei Bürgerrechte, dann ist das ja Explosivstoff. Wohin denn mit Ihnen? Ja, es war so, dass Arafat, ich weiß nicht mehr genau wann, der ging, waren das die 80er Jahre, ging dann in Libanon. Und Arafat
meinte dann, er könne dort politisch etwas bewegen. Es gab dann dort große Kämpfe. Übrigens, die Palästinenser haben damals die Christen im Libanon sehr drangsaliert. Aber die Palästinenser, die wurden eben, die wurden mit Absicht nirgendwo mal aufgenommen, integriert. Das ist eigentlich tragisch. Und deshalb, ich denke, eben dürfen nicht mal arbeiten, keinen Pass, keinen Job. Es gibt ja Palästinenser, Jordanische, die haben dann einen Pass. Das gab es auch mal diese Phasen. Aber auch in Jordanien, da gibt es ja sehr viele Palästinenser, da hatte Arafat dann mal einen großen Aufstand gegen das Könighaus versucht. Der schlug fehl, es gab sehr viele Tote, da musste Arafat flüchten. Es ist eine tragische Geschichte eigentlich. Der schwarze September, ich glaube 1970 war es. Ja. Die Frage ist ja auch noch, wie es weitergehen könnte. Man sieht jetzt, dass die dynamischen Teile der, nennen wir sie einmal der Einfachheit halber, der palästinensischen Bevölkerung, zum Beispiel vom Gazastreifen, aber auch von der sogenannten Westbank, Westjordanland, beziehungsweise Judäa und Samaria, etliche setzen sich ab. Es gibt viel weniger dieser Personen in den bezeichneten Landen als vor 10, 20 Jahren. Die Emigration ist beständiger Natur. Und insofern ist auch die demografische Gefahr, die ja immer künstlich heraufbeschworen wurde, weniger akut. Ja. Das stimmt, da haben Sie schon recht. Wobei mir ist nie klar, wir haben in die sogenannte Westjordanland, also Judäa Samaria, da gibt es die Zone A unter palästinensischer Verwaltung voll, Zone B gemischt und Zone C unter rein israelischer Verwaltung. Meines Wissens, wenn ich bin ab und zu dort, das sind nicht Grenzen. Also ich denke, da ist ein permanentes Hin und Her. Ich weiß nicht, wie Israel das kontrolliert. Israel kontrolliert eigentlich nur die Übergänge vom Westjordanland nach Israel direkt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich absetzen von Ramallah, vom Reich von Abbas, vom weiterhin Präsident Abbas. Und weil es geht ja ums Überleben, um die wirtschaftliche... Es geht um die Wirtschaft, oder? Und das Problem ist auch, das Gebiet Judäa Samaria ist eigentlich wahr jüdisches Mandatsgebiet. Also Israel könnte das eigentlich voll in den Staat einverleiben, aber es gibt international, da kommt fast der Dritte Weltkrieg. Aber jetzt diese Siedlungen in der Zone C, die Siedlungen, die Israelischen, die dürfen nur auf öffentlichem Land sein. Und der Prozess für öffentliches Land, ich kenne den, der ist sehr kompliziert. Da kann jeder Araber kommen und sagen, gehört eigentlich mir. Also wenn der jetzt sagt, meine Ziegen gingen da, liefen da drüber, dann kann er sagen, es gehört mir. Und die Gerichte in Israel schützen diese Ansprüche sehr. Also wenn mal Staatsgebiet ausgeschieden ist und kein privater erhebt Anspruch, dann darf dort eine Siedlung entstehen. Und dort, ich war mal in so einer Siedlung, da gibt es viele Industrie und in dieser Industrie, in den Betrieben, ich war in einem Metallverarbeitungsbetrieb, da arbeiten sehr viele Palästinenser. Und zwar, die sind den Israelis gleichgestellt, versicherungsmäßig, salärmäßig, denen geht es eigentlich gut. Die sind absolut happy. Nur dürfen sie nicht nach Ramallah gehen und sagen, ich bin so glücklich, ich darf dort arbeiten, sonst kriegen sie Probleme. Und was ich jetzt sehr bedauere, ist, dass wenn auch in der Schweiz gibt es Importeure, große, sehr große, die boykottieren und Produkte aus diesen Siedlungen. Und ich kenne diese Erklärungen und Entschuldigungen, da ist das EDA nicht unschuldig, das EDA. Da kommt eben auch wir haben eine anti-israelische Politik in Europa vor allem, in vielen Ländern. Wissen Sie, in Auschwitz, da legen alle Staatspräsidenten Kränze nieder und trauern. Aber mit der anderen Hand unterschreiben sie Aktionen gegen Israel, finanzieren Aktionen gegen Israel. Das ist ein düsteres Kapitel. Das ist eben nicht erklärbar, warum Israel 80% der UNO-Resolutionen gegen ein Land sind, Israel. Mehrheit, Menschenrechtsrat, immer gegen Israel. Auch wenn im Menschenrechtsrat Leute sitzen,
von China und Iran und ich weiß nicht was. Das ist eigenartig. Ich möchte noch auf zwei ganz kleine Punkte zu sprechen kommen. Erstens die sogenannte, also in der Schweiz nennt man das Kungelei, dass man mit Zahlen jongliert. Ich glaube sogar, dass der Herr Professor Mordechai Keitar von der Bar-Ilan-Universität diese Ausrechnungen gemacht hat. Im Zuge der Aufblähung der eigenen numerischen Überlegenheit werden viel mehr Palästinenser ausgegeben, als es tatsächlich gibt. Ich sprach vorher von der Emigration. Es gibt aber auch Ausrechnungen, zum Beispiel, dass Bewohner Ostjerusalems sozusagen doppelt gezählt werden, obwohl sie israelische Ausweise besitzen, und dass auch Tote nicht abgeschrieben werden. Es gibt also haufenweise zu Hunderttausenden arithmetische Verschiebungen jener Zahl der tatsächlich vorhandenen Palästinenser. Insofern wird ja auch das Budget bestimmt. Je nachdem, wie viele Leute man geltend macht, ist das Budget hoch, höher und wird überbläht. Und nun noch zu einem allerletzten Punkt, mit dem ich sozusagen versöhnlich enden möchte. Ich habe das Gefühl, dass aufgrund der jüngsten Friedensoffensiven oder sagen wir mal der diplomatischen Aufnahme von Beziehungen zwischen Israel und vier arabischen Staaten, als da wären die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, aber auch Sudan und Marokko, dass da das sogenannte Palästinenserproblem wirklich nirgends, und ich muss das wiederholen, nirgends ein Stein des Anstoßes war. Früher ging man immer davon aus, wenn man das Problem, das ja künstlich am Kochen erhalten wird, nicht löse, natürlich von israelischer Seite mit israelischen Konzessionen, etwas anderes wird gar nicht erwartet, dann gäbe es sozusagen nie Frieden. Die Realität, dank der ja auch Präsident Trump auf ewig in den Annalen der Historie Israels in Erinnerung bleiben wird, also seine Intervention hat mitgeholfen, dieses Narrativ zu durchtrennen. Ja, Herr Goldberger, ich glaube, wenn wir nicht diese Bedrohung durch die Macht Iran, durch die Großmacht Iran dort, die in meinen Augen, ob mit oder ohne Sanktionen, ob mit oder ohne Vertrag, in absehbarer Zeit eine Atombombe haben wird, wenn diese Bedrohung nicht wäre, dieser kleinen arabischen Länder, dann hätten wir nicht diese Haltung gegenüber Israel. Israel ist sicher die mächtigste militärische Macht dort. Also hat man mal diesen Flirt mit Israel begonnen. Kostet nichts. Also stellt man einfach dieses Problem der Flüchtlinge mal zur Seite und tut sich jetzt mal mit Israel zusammen. Frieden. Sie müssen sehen, nach islamischer Lehre hat man eher Frieden, wenn ein Land unter der Scharia ist. Also die Friedensverträge mit Jordanien, Ägypten, die gelten aus Sicht des Islam, das sind Waffenstillstandsverträge. Also Israel sollte hier nicht allzu trunken werden ab diesen Abkommen. Es gibt ein bisschen eine Pause, ein bisschen eine Ruhepause, das ist, mag ich den Israeli gönnen, aber die Probleme sind nicht aus der Welt. Und wenn das Problem Iran, sollte das irgendwann mal weg sein, nicht so bald wahrscheinlich, dann werden wieder die alten Regeln gelten. Mal sehen. Ich weiß es sehr zu schätzen, Herr Büchi, dass Sie sich so eingehend mit der Thematik befassen und bereit waren, dies dem YouTube-Kanal Goldberger TV, Arutztik Schoret Goldberger Schweiz, preiszugeben. Wir haben bereits vereinbart, dass Sie ein viertes Mal hier auftreten werden, um, also natürlich mit Vorbehalt, ohne Namensnennung, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, insofern, dass Sie etliche Interventionen bei politischen und anderen Gremien unternehmen, um das Bewusstsein der Nicht-Neutralität des EDA, EDA heißt im Übrigen Eidgenössisches Departement für Äußeres, für diejenigen, die dieses Kürzel nicht kennen, um dort eine Art Umdenken zu bewirken.
was sie dort erlebt haben und inwieweit ihr Einfluss tatsächlich geltend gemacht werden kann in den Überlegungen schweizerischer Außendiplomatie. Das werden wir dann anlässlich eines vierten Gesprächs auf diesem Kanal erfahren. Ich bin jetzt schon sehr gespannt und bedanke mich für Ihre Bereitschaft und wünsche Ihnen, geschätzte Damen und Herren, alles Gute und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie auf diesem Kanal so lang verweilten, bis Ihre Informationsbedürfnisse gestillt waren. Alles Gute und hoffentlich auf ein nächstes Mal auf Aroostik Schorott Goldberger Schweiz bzw. Goldberger TV.